Nicht, was die Umstände hier in der Welt versuchen irgendwie zu beweisen, dass wir nicht im Recht sind. Wir müssen nicht im Recht sein, Gott ist im Recht. Im Geiste sieht der Mensch anders aus. Nicht seine äußere Erscheinung, nicht seine Taten sind wichtig, sondern das, was Gott für ihn getan hat und wie Gott ihn sieht. Shalom. Friede sei mit euch. Amen. Nochmal, Friede sei mit euch. Noch lauter, Friede sei mit euch. Amen. So sei es. Friede an diesem Ort. Denn der Geist des Herrn schwebt hier. Amen. Danke. Sag zu deinen Nachbarn, du bist gewollt. Und sag jetzt zu dir, ich bin gewollt. Halleluja. Wieso wissen wir das, dass wir gewollt sind? Ja, gleich am Anfang, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Das wollte er, das brannte auf seiner Seele, wenn man das so sagen kann. Das war sein Plan, er wollte das. Und in dem Moment, als er das aussprach, wurde das wahr. Das war fest, war nicht mehr zu widerrufen. War nicht mehr zu widerrufen. Du wurdest da schon festgelegt. Gott sah dich da schon. Und er wusste, dass du kommst jetzt, in jetziger Zeit zur Welt. In jetziger Zeit. Das ist deine Zeit, das ist meine Zeit, das ist unsere Zeit. Amen. Sag zu deinen Nachbarn, du bist geliebt. Sag zu dir, ich bin geliebt. Halleluja. Wieso wissen wir das? Amen. Das sagt nicht ein Mensch, wir wiederholen das. Aber er hat uns zuerst geliebt, sagt das Wort. Und damals, als er die ersten schuf, den Adam schuf, sagte er, wow, das ist sehr gut. Du bist sehr gut. Amen. Und dann sag zu deinen Nachbarn, du bist gerettet. Und sag zu dir, ich bin gerettet. Amen, ich bin gerettet. Woher wissen wir das? Weil Gott das sagt. Er hat sofort, nachdem Adam und Eva umgefallen sind, hat sofort eine Prophezeiung ausgesprochen, dass der Einsame kommen wird und das wieder zunichte machen wird, was der Feind getan hat. Der verheißene Same. Die ganze Bibel von Anfang bis zu Ende spricht von ihm. Und er ist gekommen. Wie hieß er? Jesus. Halleluja. In ihm wurde die Liebe Gottes geoffenbart. Halleluja. Und er hat gesagt, ich habe vollbracht. Also er hat den Plan Gottes für uns vollbracht. Vollbracht, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Es ist einfach da. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist gesegnet. Sag mal zu dir, ich bin gesegnet. Amen. Mit allen Segnungen, sagt das Wort. In himmlischen Örtern. Und wir haben gestern gehört, was da alles ist. Die Straßen sind mit Goldbarren gepflastert. Halleluja. Was für ein Bild, ne? Stell dir vor, deine Einfahrt.
was muss das für ein Auto sein, das über solchen Straßen fahren darf? Ne? Wahnsinn. Auto. Zack. Du wirst gebeamt. Halleluja. Wie wunderbar, ne? Ist noch eins. Halleluja. Gleich kommt's. Halleluja, Jesus. Und sag mal zu deinem Nachbarn, du bist gerecht gesprochen. Und sag zu dir selbst, ich bin gerecht gesprochen. Wow. Ich bin gerecht gesprochen. Ich bin gerecht gesprochen. Was für eine Wirkung, ne? Also wer bist du denn? Wer bist du denn? Guck mal, diese fünf Verheißungen, die sich in deinem Leben komplett erfüllen. Die sind schon erfüllt. So wie Juri sagte, die sind schon in dir drin, hineingelegt, von innen. Und jetzt kommen sie nach außen zur Geltung. Halleluja. Halleluja. Gerecht gesprochen. Das ist auch das Thema heute. Gerechtigkeit ohne Wenn und Aber. Ohne Grenzen. Und das musst du wissen, dass du das bist. Ich muss das wissen, dass ich das bin. Dann kann ich meine Schritte richtig stellen. Dann brauche ich keine Angst, runterzugehen oder wieder raufzugehen. Die Gerechtigkeit Gottes in mir befähigt mich zu allem. Und keiner kann kommen und sagen, du bist so, so, so. Das, was du tust, ist... Nein. Das, was der Mensch sagt, spielt keine Rolle. Ich weiß, dass ich gerecht gesprochen bin. Ich weiß, dass ich gewollt bin. Ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich gerettet bin, gesegnet bin, gerecht gesprochen. Amen. Weißt du, wie das Wort diejenigen nennt? Ich zitiere ganz kurz. In Jesaja 61, Vers 3, das habe ich da nicht auf der Liste gehabt, wird gesagt, dass diejenigen, von denen wir gerade hier gesprochen haben, also von euch, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. Bäume der Gerechtigkeit. Halleluja. Bäume der Gerechtigkeit, lass dir das zergehen auf der Zunge. Du bist ein Baum der Gerechtigkeit. Du hast auch von den Bäumen, die an den Wasserbächen gepflanzt sind, die jedes Mal Frucht rausbringen. Regelmäßig. Im Offenbarung wird gesagt, sogar 12-mal im Jahr. Die Blätter verwelken nicht. Sie verwelken, du verwelkst nicht. Innerlich bist du immer jung. Innerlich bist du voller Kraft. Innerlich willst du immer. Du wirst nicht sitzen bleiben, liegen bleiben. Du wirst gehen mit dem Herrn. Das bist du. Bäume der Gerechtigkeit. Es gibt Bäume, die über 1000 Jahre alt werden und die stehen immer noch. Die haben alle Generationen, die in der Zwischenzeit während ihres Lebens waren, überlebt. Und du wirst genannt Baum der Gerechtigkeit. Halleluja. Das ist deine Autorität. Das bist du. Und wenn du das immer in dir hochhältst, wirst du durch alles durchkommen.
Dann weiter in dem Jesaja wird gesagt, im 10. Vers, er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit hat er mich bekleidet. Nicht ich habe mich damit bekleidet, das wäre Selbstgerechtigkeit, sondern er. Er hat mir den Mantel der Gerechtigkeit übergezogen. Und den kannst du nicht ausziehen. Das könnte nur er machen. Denn er hat das getan. Unser Vater, unser Herr. Mantel der Gerechtigkeit. Kannst du daran glauben? Du gehst, der Mantel weht. Wow. Und jedes Mal, wenn du dich drehst, dieser Mantel dreht sich da so ein bisschen so im Kreis um dich herum. Und da steht Jesus. Und da steht da drauf, du bist geliebt, gewollt, gerettet, genau, gesegnet und gerecht gesprochen. Jesus ist meine Gerechtigkeit, steht drauf. Halleluja. Halleluja, Jesus. In Matthäus sagte Jesus im 5. Kapitel, hier zitiere ich aus der Genfer Übersetzung, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Er war damals auf der Erde. Das waren prophetische Worte. Und da ja die Gerechtigkeit für alle ist, erfüllten die sich in dem Moment, als er sagte, vollbracht und starb. Da wurde der Durst nach Gerechtigkeit und der Hunger nach Gerechtigkeit immer wieder gestillt. Bei allen, die das suchten. Die nicht suchten ihre eigene Selbstgerechtigkeit, sondern die von ihm nehmen wollten. Glücklich im 10. glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das sind interessante Worte. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Also nicht alle Menschen denken, dass wir gerecht gesprochen sind. Sie versuchen uns das abzusprechen. Auch Menschen, die glauben, dass es Jesus gibt, dass es Gott gibt, dass es den Heiligen Geist gibt. Aber sie meinen, wir sind irgendwie nicht so ganz gerecht. Wir sind unvollkommen. Wir sind sündig. Das sind die Argumente. Aber diese Worte, die stimmen mit dem Wort Gottes nicht überein. Sowas gibt es nicht. Wenn du in Christus bist, wenn du neu geboren bist, dann bist du gerecht gesprochen. Dann bist du gerecht. Dann kann dir das keiner absprechen. Und ist egal, was, mit welchen Argumenten die auffahren, ist das falsch. Das ist die Lüge deines Feindes, damit er dein Stand untergräbt. Schau mal, als Jesus Christus auf der Erde war, was haben die ihm alles an den Kopf geworfen? Alles fadenscheinige Aussagen. Der ist Säufer, gibt sich mit Abschaum ab und so weiter. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Mit Gottes Gerechtigkeit. Die werden verfolgt. Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir uns der Meinung oder dass diese Meinung dieser Menschen uns irgendwie infiziert. Wir müssen überzeugt sein, dass das, was Jesus gesagt hat, was Gott gesagt hat, was unser Vater gesagt hat, dass wir gerecht gesprochen sind, dass das wahr ist. Nicht, was die Umstände hier in der Welt versuchen irgendwie zu beweisen, dass wir nicht im Recht sind. Wir müssen nicht im Recht sein, Gott ist im Recht. Und Gott ist in uns. Wir sind sein Haus geworden. Wir sind sein Tempel geworden.
Er bestimmt, wer ist gerecht oder was ist gerecht, was das bedeutet. Lass uns kurz 1. Korinther aufschlagen, Kapitel 1, Vers 30. Ich zitiere wieder aus der Genfer Übersetzung. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus eine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Sag mal, Christus ist meine Gerechtigkeit. Halleluja. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir wozu? Zum Gottes heiligen Volk. Da steht nicht zum Gottes Volk, sondern da steht zum Gottes heiligen Volk. Also alles, was unheilig ist, was ungerecht ist, gehört nicht mehr dazu. Wir gehören zum Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst, errettet, befreit worden. Durch ihn. Da gibt es keinen Zweifel. Wenn der Teufel versucht, gegen die Menschen was vorzubringen, gegen die Menschen, die mit Gott gehen, mit seinem Geist erfüllt sind, sind seine Argumente ganz schwach. Das sind nur Lügen. Denn was kann er gegen Jesus Christus sagen? Jesus Christus sagte, der hat nichts in mir. Und jetzt denk mal darüber nach. Jesus Christus wohnt in dir. In mir. Nicht mehr ich, sondern Jesus Christus in mir. Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was kann der Teufel dagegen sagen? Der kann nur lügen. Da ist ein Meister drin. Da ist der Vater der Lüge. Also geh davon aus, wenn solche Sprüche kommen, das sind Lügen des Teufels. Und diejenigen, die sowas aussprechen, die diese Zweifel sehen, das ist auch ein Same, sie bekommen diese Gedanken, diese Worte, vielleicht wissen sie es, vielleicht wissen sie es nicht, nur aus einer Quelle. Von deinem Feind. Vom Feind der Menschheit. Dem Blutrünstigen. Jetzt nochmal 2. Korinther, Kapitel 5. Fangen wir mit dem Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. In Jesus Christus. Gott hat von vornherein die Vorkehrung getroffen. Schon damals im Garten Eden sprach er ja diese Prophezeiung über den Samen, der die Werke des Teufels zunichte machen wird, der seinen Kopf zertreten wird. Er hat das immer wieder wiederholt zu Abraham, zu Isaak, zu Jakob. Und dieser Same ist gekommen und er wurde zur Sünde für mich und für dich getan. Er ist für dich, für mich gestorben. Das wissen wir alles. Aber gehen wir so in diesem Bewusstsein, in seiner Gerechtigkeit, kann uns nichts umschmeißen, wenn einer sagt, ja, du hast auch das und das getan. Und dann das und das gesagt. Na und?
Jesus ist meine Gerechtigkeit und ich bin gerecht gesprochen. Denn er hat nicht nur dafür bezahlt, was vor meiner Neugeburt passiert ist, aber auch für alles, was danach passiert ist. Er, dass alle meine Unfälle, die ich baue, im Leib, im Fleisch, die gehören ihm. Er hat für sie bezahlt. Also er ist der Besitzer dessen. Und der Teufel kann nicht zu ihm sagen, der hat nichts in ihm. Die Rechnung ist ausgeglichen. Der Blatt ist frei. Da gibt es nur diese Worte. Du bist gewollt. Da steht auf dem Blatt. Auf deinem Blatt, wie auf meinem Blatt. Du bist geliebt. Du bist gerettet, gesegnet, gerecht gesprochen. Das ist dein Blatt. Das ist mein Blatt. Gleiches Kapitel, 19. Vers. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Stell dir vor, Gott war in Christus Jesus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte. Das ist so, wie gestern Bruder Daniel sagte. Alles ist weggewischt worden. Du hast Recht. Das Anrecht, das Recht, Gottes Sohn zu sein, Gottes Tochter zu sein. Und du hast noch dem Vorrecht, zu anderen zu gehen und zu sagen, Gott hat sich schon längst mit dir versöhnt. Was machst du da in dieser? Nimm das an. Das steht hier auf dem Tisch. Greif zu. Hast du nicht verstanden? Gott hat sich mit dir versöhnt. Einseitig. Jetzt brauchst du nur zugreifen. Es ist alles eingerichtet. Wunderbar. Es schmeckt. Du kriegst nicht genug davon, wenn du anfängst. Halleluja. Wow. Jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück in den Kapitel, in Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Geworden, es ist schon passiert. So ist er eine neue Schöpfung. Und jetzt hast du Begründung, wieso wir sagen können, wir sind gerecht, gerecht gesprochen. Weil wir eine neue Schöpfung geworden sind, neu geboren sind, geboren aus dem Vater, aus dem Geist. Und wenn wir neu geboren sind, gilt das Alte nicht mehr, das ist vergangen. Das ist vergangen. Sag, mein altes Leben ist vergangen. Ich bin neu. Halleluja. Ich bin neu. Alles ist neu geworden in meinem Leben. Alles. Die alten Klamotten, die sind schon weg. Ich habe den Mantel der Gerechtigkeit übergezogen bekommen. Halleluja. Vater, du bist so wunderbar. Halleluja.
es ist alles neu geworden. Und jetzt im 14 wieder Schritt zurück in den Kapitel. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind. Die Liebe des Christus drängt uns dann, weil wir davon überzeugt sind, so zu leben. Wir bilden das ab in unserem täglichen Leben. Und hier ist noch eine Begründung, die tiefe Bedeutung für uns alle hat, in dem zweiten Satz, in dem Vers. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Einer stirbt und wir sterben alle. Ist das nicht schön? Er stirbt und wir sterben auch, für das alte Leben auch. Wir bilden das ab in dem Moment, wenn wir uns entscheiden, uns taufen zu lassen im Wasser. Dann leben wir das nach. Wir untergehen, wir gehen unter die Wasser. Wir sterben. Am liebsten sollte man da mindestens 30 Sekunden verweilen, damit. Na, Spaß. Und dann kommen wir wieder raus und leben in Jesus Christus, zum Leben in Jesus Christus berufen. Einer gestorben, sind alle gestorben. Einer auferweckt, sind alle auferweckt. Halleluja. Und im 15. Vers steht es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und hier ist das, was unsere Gemeinde hier so prägt. Nur Christus. Er ist der Mittelpunkt. Schau auf ihn. Lass dich nicht ablenken. Da fliegt eine Fliege. Nein. Jesus Christus. Die Fliegen, das sind die Probleme, die von außen kommen, die Umstände. Kennt ihr den König der Fliegen? Belzebub. Belzebub. Er ist ein Meister da drin, irgendwie die Aufmerksamkeit der Menschen auf andere Dinge zu richten. Diese Schmeißfliegen. Und weißt du, wo die immer sich hinsetzen? Am liebsten? Ja. Ja, Halleluja. Und deswegen schauen wir immer auf Jesus Christus. Vers 16. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wie können wir das verstehen? Kennen wir von nun an, von dem Moment, wo Jesus Christus für uns gestorben und wieder auferweckt, niemanden nach dem Fleisch an. Wir schauen nicht mehr fleischlich auf alte Art und Weise auf die Menschen, sondern wir versuchen, wir machen die Schritte und schauen geistlich. Geistlich. Im Geiste sieht der Mensch anders aus. Nicht seine äußere Erscheinung, nicht seine Taten sind wichtig, sondern das, was Gott für ihn getan hat und wie Gott ihn sieht. Und er hat schon alles für ihn getan. Für den Menschen auf der Straße hat Gott auch schon alles getan. Die Versöhnung gilt für alle. Ist egal, wie schlimm einer Mensch nach menschlichen Vorstellungen sein kann. Die Versöhnung gilt auch für uns. Für ihn und für uns. Nur oft wissen die Menschen das nicht. Deswegen müssen sie davon benachrichtigt werden. Das ist eine frohe Botschaft, gute Botschaft. Das ist das Evangelium über Jesus Christus.
das in die Welt bis an die Ende Welt verkündigt werden sollte. Das hat Jesus Christus damals gesagt. Nicht nur Jerusalem, nicht nur Samaria, bis ans Ende. Halleluja. Und dann wird noch gesagt, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Wenn ich so an mich denke, ich habe Jesus Christus nach dem Fleisch früher auch gekannt. Denn ich habe über ihn gelesen, ich habe das Wort Gottes gelesen. Und ich dachte, ich weiß, wer Jesus Christus ist. Ich wusste, er ist Sohn Gottes. Aber das war nur Wissen. Ich habe das nicht gefühlt. Das hatte keine Macht über mich gehabt. Das hat in mir nichts bewirkt. Ich habe es gewusst, aber ich habe das nicht gelebt. Ich habe es gewusst, aber das war nicht lebendig in mir. Erst als ich Jesus Christus zu meinem Herrn getan habe, als ich gesagt habe, ich möchte nur mit dir, ich möchte, dass du in mein Leben hereinkommst. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich erleben. Erst dann wurde das lebendig. Und dann habe ich angefangen, den Christus im Geiste zu begreifen. Denn mein Geist wurde erneuert, wurde versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich würde sagen, Tausende, Abertausende, vielleicht Millionen von Offenbarungen drin, die mich ergreifen werden in der Zukunft. Und da sehe ich Jesus Christus anders. Da sehe ich sein Leben anders. Er ist nicht mehr ein Mensch, sondern er ist in mir. Er ist meine Rettung. Er ist meine Gerechtigkeit. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Amen. Das ist komplett anders. Das andere ist fleischlich. Und das machen Menschen, die traditionell versuchen, Gott zu begreifen. Die nicht selber in Beziehung zu Jesus Christus treten. Sondern aus Wissen heraus. Ja, Wissen kann man ganze Menge. Aber Wissen verhindert oft die Errettung. Weil das menschliche Wissen Dummheit bei Gott ist. So sagt das Wort ganz klar. Und sein Königreich, das Königreich Gottes, Römer 14, Vers 17, ist nicht Essen und Trinken, weil das in den Texten davor wurde das Thema, was essen wir, was trinken wir, wem verletzen wir damit und so weiter. Er sagte, das ist nicht das, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Friede und Freude im Heiligen Geist. Wow, was für eine Offenbarung. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude. Wo? Im Heiligen Geist. Und wo ist der Heilige Geist? In uns. Also ist das Gotteskönigreich auch in uns. Jetzt schon. Wow. Ja, Schwester. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. ist das wunderbar.
Halleluja. Deswegen sollten wir überlegen, wenn wir hören, mit wem wir Gemeinschaft haben. Denn das Wort Gottes empfiehlt da was Interessantes. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Zieht nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Wem kann man hier als Ungläubigen bezeichnen, wenn wir das auf das Thema fokussieren? Einen, der sagt, du bist nicht gerecht. Ich habe dich gesehen. Ich weiß von dir, was du getan hast. Aber seine Meinung interessiert uns nicht. Denn wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer wir sind. Wir haben das Blatt beweist. Wir haben die Urkunde. Das ist eine Urkunde. Denn diese Worte kommen nicht von uns, sondern die kommen von Gott. Und hör endlich auf, und ich auch, mich für irgendwelche Sachen zu entschuldigen, zu bemitleiden, noch in den alten Geschichten rumzuwandern, mir den Schuh anzuziehen, das geht nicht. Der Schuh passt mir nicht. Ich habe andere Schuhgröße jetzt, als ich neu geboren bin. Da gibt es so einen Schuh aus der Vergangenheit, der gibt es keinen, der mir überhaupt passen könnte. Auch Gummischuh nicht. Ich bin anders angezogen. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, also Satan, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Alles, was gesagt wird, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, was mit dem Zeugnis Jesu Christi nicht übereinstimmt, das ist Lüge, also Gesetzlosigkeit. Insofern unterscheiden wir die Geister, unterscheiden wir die Aussagen, aus welcher Quelle sie kommen. Sie dürfen uns nicht berühren. 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Gibt es da eine Möglichkeit, in Gottes Tempel Götzenbilder aufzuhängen? Die würden gleich runterfallen. Da gibt es keinen Haken dafür. Das geht nicht. Der Heilige Geist würde das gleich verbrennen. Wieso? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und was passiert da drin in uns? Wie Gott gesagt hat, ich will, nicht in ich möchte, ich will. Und zu jedem sagt er, ich will dich. Ich will dich. Hast du verstanden? Ich will dich. Wieso? Ich will in ihnen wohnen, unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Wie ist es, wenn Gott zu dir sagt, ich will in dir sein, ich will mit dir wandeln, ich will durch den Tempel rauf und runter gehen, ich möchte da auch sitzen, ich möchte mit dir speisen,
mit der Gemeinschaft haben. Was für eine Einladung, ne? Wow. Das wissen die Menschen nicht, dass Gott sagt, ich will. Halleluja. Kolosser 2, Vers 9 bis 10. Für die, die meinen, wir sind unvollkommen. Ich kenne das Wort. Ich kann mich erinnern, in dem vergangenen Leben, als ich noch religiös war, das Wort war allgegenwärtig. Wir sind unvollkommen. Das war eine Entschuldigung für alles. Wir sind unvollkommen. Das haben die religiösen Menschen erfunden. Unvollkommen, das bedeutet, du wirst nie dein Ziel erreichen, weil du bist unvollkommen. Du kannst kurz vor Schluss umfallen und dann ist alles weg. Wie kann man so mit so einer Überzeugung leben? Was kannst du in deinem und meinem Leben vollbringen? Was kann ich da vollbringen, wenn ich weiß, ich bin unvollkommen, ich bin nie genug? Und ich kann das, was ich mir erarbeitet habe, schwierig durch die ganzen Jahre, auf einmal verlieren. Mann, was für schlechte Botschaft, ne? Depression pur. Und du musst Angst haben, dass du umfällst, dass du so machst und fällst auf die Nase. Halleluja. Was für eine Botschaft. Boah. Und dann sagt Apostel Paulus, die Schrift ist von dem Heiligen Geist gesalbt und ist lebendig. Und er sagt, denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle, oder andere Übersetzung, die ganze Vollkommenheit, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und, er bleibt da nicht stehen, und ihr seid, ihr seid zur Fülle, zur Vollkommenheit gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und jetzt zurück auf 8. Ich mache das gerne, wenn ich das Wort Gottes lese, dass ich manche Kapitel oder manche Schlüsselstelle erstmal lese und hinterher gehe ich nach vorne zurück zu den Schriftstellen, die vorher sind, weil da ist die ganze Begründung, aber ich habe erstmal den Kern, den Punkt der Aussage und hinterher lese ich mir und verstehe das viel, viel besser. So irgendwie, so eine Offenbarung bekomme ich dann immer wieder. Und er schreibt dann in 8, dass wir also wir wissen, wir sind zu Fülle, zu der Vollkommenheit gebracht werden und er begründet hier noch, habt Acht, dass euch niemand beraubt. Also du weißt, wer du bist, aber es gibt einen, der dich da berauben will. Dass euch niemand beraubt oder gefangen nimmt. Durch die Philosophie und leeren Betrug. Gemäß der Überlieferung der Menschen. Gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also, lassen wir uns nicht berauben. Und wir wissen, aus welchen Ecken die Raubtiere rauskriechen. Wer sie sind, die sind hier Philosophien, also irgendwelche Überlegungen im Menschen, was könnte sich da und dahinter verbirgen? Und wenn nicht, dann erschaffen wir ein neues Wort und versuchen den Menschen das zu nehmen, was sie haben. Und das kommt aus einer Quelle. Das kommt aus der Quelle von dem, der raubt, mordet und vernichtet. Also wir lassen uns nicht gefangen nehmen durch die Philosophie, leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen. Guck mal. Überlieferung der Menschen. Die Menschen überliefern gerne was. Aber das ist nicht mal aus ihnen. Sie denken, das ist aus ihnen. Das ist ihre Lebenserfahrung. Und sie sind weise.
Aber wieder sagt Gott, die menschliche Weisheit ist Dummheit. Dummheit, bodenlose Dummheit. Gott lacht sogar über sie. Und diese Argumente nehmen wir nicht an. Denn wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer wir sind. Wir haben die Urkunde. Halleluja. Amen. Halleluja. Römer 8, Vers 11. Wir sind kurz vor Schluss. 8, Vers 31, Entschuldigung. Und 33, bis 33. Was wollen wir nun hierzu sagen? Nun, was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, wenn er für uns ist? Wer kann dir absprechen, dass du Sohn Gottes bist, wenn Gott dir das sagt? Wer kann dir absprechen, dass du gerecht bist? Gerecht gesprochen. Wer? Er ist für dich. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat, da gab es für ihn kein Opfer war zu groß. Kein Opfer war zu groß. Alle, die Kinder haben, können sich vorstellen, wie schwierig das sein könnte, ne? Sondern ihn, Jesus Christus, für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus Christus, nicht auch alles schenken? Mit dem Tod Jesu Christi, mit dem vollbrachten Werk, hat er uns alles geschenkt. Alles geschenkt. Alles geschenkt. Da gibt es keinen Zweifel. Und deswegen, die Schlussfolgerung dieses Satzes ist 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer maßt sich das an? Wer will Jesus Christus anklagen? Nur der eine, der ständig lügt. Aber das wissen wir, er lügt. Und wer einmal gelogen hat, den glaubt man nicht mehr. Ist das so in unserem Leben, dass wir ihn nicht mehr glauben? Wir glauben ihn nicht mehr, denn er lügt. Da gibt es keinen Zweifel. Und diejenigen, die von ihm geritten werden, die lügen genauso. Wow, was für eine Klarheit, ne? Was für eine Klarheit. Halleluja, du bist wunderbar, unser Vater. Du lässt uns in nichts ohne Erkenntnis. Halleluja. So, und dann der Schlusspunkt, Römer 5, Vers 1 bis 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Steht da geschrieben, werden wir haben oder haben wir? Es ist vollbracht. Du hast Frieden mit Gott. Du auch. Du hast Frieden mit Gott. Und du da hinten auch. Du hast auch Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus.
Gott ist nicht dein Feind. Gott liebt dich von Anfang an. Als er dich damals, bevor die Welt entstand, gesehen hat, er hat dich geliebt. Was für ein Bild. Und dann sagte er, es ist alles sehr gut. Sehr gut. Also zweifle nicht daran, dass du gut bist. Denn Gott liebt dich. Er hat dich gesehen. Er hat gesehen, was du im Leben alles erleben wirst. Aber er macht alles neu. 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 Wie wunderbar. In zwei. Also wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Erlangt haben, Zugang erlangt haben zu Gnade und warten auf die Herrlichkeit Gottes, die hier auf Erden ist sie sichtbar auch in uns. Aber wie viel größer wird sie sein, wenn wir mit ihm zusammen sind? Da, wo die Straßen mit Goldbarren gepflastert sind. Wow. Wo Sonne nicht mehr erforderlich ist, weil die Herrlichkeit Gottes scheint die ganze Zeit. Halleluja. Halleluja. Also, sag mal, ich bin gewollt. Ich bin geliebt. Ich bin gerettet. Ich bin gesegnet. Und ich bin gerecht gesprochen. Jesus, danke dir dafür. Heiliger Geist, erinnere uns jeden Tag daran, wer wir sind. Dass wir der Abbild des Höchsten sind. Dass Jesus Christus in uns ist. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir brauchen keine Anklage fürchten. Dank dir. Denn du hast alles erledigt. Wir sind durch den Heiligen Geist versiegelt. Diesen Siegel kann keiner zerstören. Wir danken dir dafür, Jesu. Danke für deinen Mantel der Gerechtigkeit. Danke, dass wir die Bäume der Gerechtigkeit sind. Amen.